Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ein weiteres Video, wo es um Lieferanten gehen soll. Ich habe bereits mehrere Videos schon dazu gemacht, wo ihr Großhändler findet, wo ihr Lieferanten findet, bei denen ihr Ware beziehen könnt, um diese gewinnbringend als Wiederverkäufer weiter zu verkaufen. Dies soll ein weiteres Video dazu sein, wo ihr Lieferanten findet. Ich habe einige neue interessante Seiten gefunden, wo Lieferanten zur Verfügung stehen, die aus verschiedenen Kategorien Ware liefern können. Und das schauen wir uns heute in diesem Video an. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video und freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, heute geht es um Lieferanten. Und da habe ich, wie gesagt, einige Seiten gefunden, wo ihr Lieferanten finden könnt für diverse Kategorien und Produkte. Und das schauen wir uns gleich direkt an. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessiert alles rundherum ums Kaufen und Verkaufen, wie auf Marktplätzen, Amazon und eBay, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Bist du auf der Suche nach Produkten, die du schnell und profitabel weiterverkaufen kannst? Dazu habe ich schon mal Videos gemacht, wo ich zeige, wie du direkt auf dein Handy per WhatsApp über den Newsletter-Verteiler, den ich verschicke, profitable Produkte fürs Resellen von mir findest, die du bei Amazon und anderen Online-Shop kaufen kannst, um diese schnell gewinnbringend weiterzuverkaufen. Die Anleitung für den Newsletter über WhatsApp bekommst du direkt unten in der Beschreibung. Des Weiteren habe ich schon mehrere Videos dazu gemacht, wo du Lieferanten findest. Die findest du natürlich auch unten in der Beschreibung, sowie auch diese neuen Seiten, die ich zeige, wo du Lieferanten findest, auch unten alles in der Beschreibung. Falls du Fragen dazu hast, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein. Dann lass uns einfach mal keine Zeit verlieren und anschauen, welche Seiten ich denn hier gefunden habe, wo wir Lieferanten bekommen. Beginnen wir mal mit der ersten Plattform und zwar nennt sich das Ganze europages.de. Laut Impressum ist das ein französischer Betreiber der Plattform und dieser bietet sehr, sehr viele Lieferanten in verschiedensten Kategorien und Bereichen. Dementsprechend kannst du hier einfach in der Suche, ohne dich zu registrieren, siehst du schon alle Kontakte und Lieferanteninformationen von dem jeweiligen Lieferanten und suchst sie einfach nach deiner Kategorie oder Nische. Schauen wir mal nach Haushaltsgeräten beispielsweise. Und wir sehen hier direkt, uns werden hier sehr viele Kontakte direkt angezeigt und Firmen, die hier das Ganze produzieren oder liefern. Und dementsprechend haben wir hier einiges auch aus Südkorea. Wir haben hier Slowenien, wir haben Italien, Deutschland auch und vieles mehr. Also eine richtig große Reichweite, die man hier bekommt tatsächlich an Unternehmen. Und wenn wir mal hier auf diesen deutschen Lieferanten gehen, dann sehen wir hier direkt, dass wir hier einige zusätzliche Informationen bekommen. Wir sehen hier die Marken, die hier vertrieben werden. Wir sehen hier einige Eckdaten, wie groß das Unternehmen ist, was das für eine Organisation ist und vieles mehr. Und dementsprechend haben wir hier auch die Möglichkeit, direkt die Adresse zu sehen, die Telefonnummer und die Webseite können wir auch besuchen, um diesen Hersteller oder diesen Lieferanten zu kontaktieren. Probiert euch einfach hier mal aus in eurer Nische oder Kategorie und vielleicht habt ihr hier einiges, was ihr finden könnt, um Lieferanten zu finden. Also ein richtig guter Tipp von mir, ohne euch registrieren zu müssen. Wenn ihr euch hier registriert, habt ihr sicherlich einige Vorteile mehr, aber ihr müsst es halt nicht. Ja? Kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das hier XMBO mit Sitz in den Niederlanden. Diesen habe ich soweit noch nicht vorgestellt, bekomme aber persönlich auch Newsletter von dem und super viele und interessante Waren, die die hier anbieten. Tatsächlich, die haben hier sehr, sehr viel Restposten auch, aber auch richtig gute Ware, die speziell an den jeweiligen Händler versendet wird per Newsletter. Ich bekomme selber auch Newsletter von denen und da sind echt gute und interessante Dinge dabei. Die Mindestabnahme ist nicht so groß, dementsprechend kann man hier richtig gut auch Ware abnehmen. Ihr könnt euch hier das Ganze mal anschauen, eventuell euch registrieren. Ihr seht hier, aus welchen Kategorien hier was verkauft wird und vieles mehr. Dementsprechend könnt ihr hier auch per Newsletter die Sachen empfangen und direkt zuschlagen, falls euch die Ware zusagt. Kommen wir zum nächsten. Diese Plattform ist für mich ganz neu und zwar sieht das hier auch nach einer sehr frischen Plattform aus, ist sehr einfach strukturiert. Auch hier
könnt ihr euch ganz einfach kostenlos registrieren, um die Kontaktdaten zu sehen. Wir sehen hier einiges, auch Restposten, wir sehen Haushaltsgeräte, auch hier B-Ware und so weiter. Also viel Ware, was hier auch angeboten wird, vieles Restposten und so weiter. Wenn ihr dann aufs Angebot klickt, müsst ihr euch, um die Informationen zu sehen, einmal hier auch registrieren. Das Ganze ist auch kostenlos und kann dementsprechend auch kostenlos genutzt werden. Auch vielleicht ein interessanter Tipp für die, die da gerne auf der Suche sind nach Produkten. So, dann kommen wir zum nächsten, und zwar ist das Calatex.shop, nennt sich das Ganze, und hier haben wir auch die Möglichkeit, verschiedenste Kategorien uns anzuschauen, auch Schreibwaren, Spielwaren und Saisonartikel sind hier dabei und dementsprechend vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Um die Preise zu sehen, müsst ihr euch anmelden, aber auch hier ist die Anmeldung komplett kostenlos. Dementsprechend spricht hier nichts gegen, sich da ein Konto anzulegen und mal schauen, was es da für Waren gibt und wie die Preise natürlich sind. Kommen wir zur nächsten Plattform, und zwar ist das Mercandi.de. Kennt der eine oder andere schon von euch? Hier bekommt man super viele Kontakte und Lieferanten sowie auch Großhändler für verschiedenste Kategorien und Nischen. Und hier könnt ihr natürlich auch euch einmal durchfuchsen, falls ihr noch nicht irgendwie drauf aufmerksam geworden seid. Wo ich euch ans Herz legen möchte, dass ihr da ein bisschen vorsichtig seid, ist sowas hier bei Paletten oder Mischpalettenware. Also ihr müsst definitiv hier aufpassen, denn vor allem ganz am Anfang, wenn ihr hier irgendwie mit dem Handel beginnt und hier auf die Seite gestoßen seid und denkt, wow, da bekomme ich jetzt so eine Palette für 1345 Euro und kann damit 10.000 Euro Umsatz machen, da will ich euch auf jeden Fall auf den Boden bringen, so ist es nicht. Hier muss man ein bisschen erfahrener sein, vor allem muss man hier auch schon ein bisschen größeres Portemonnaie und größeres Budget zur Verfügung haben, um das zu machen. Zumal das Ganze hier wirklich mit verbeulten Verpackungen kommt, das ist B-Ware, ausgepackt, Teile fehlen und vieles, vieles mehr. Ihr werdet damit sehr viel Arbeit haben und vielleicht auch sehr, sehr viel Ärger. Dementsprechend, ich sage nichts, dass es nichts dagegen spricht, solche Palettenware zu kaufen. Damit kann man auch sehr, sehr viel Glück haben bzw. sehr viel Erfolg haben, wenn man dafür ein Händchen hat und das Auge. Jedoch haben wir hier verschiedene Paletten, die uns einfach nur fotoweise gezeigt werden. Wir sehen die Palette vorher nicht. Wir können ungefähr erahnen, was da drin ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier nicht die Möglichkeit, jeden Artikel einzusehen. Dementsprechend ist das so schwierig, aber es lohnt sich für den einen oder anderen trotzdem. Also wenn du sowas ausprobieren möchtest, ist es dir überlassen. Mercandi, nochmal zu der Plattform, ist natürlich eine Seite, die kostenpflichtig ist. Wenn ihr hier die Kontakte sehen möchtet, ihr seht es hier, das ist alles ausgeblendet, die Kontakte, dann müsst ihr euch dafür registrieren. Die Registration kostet einiges auch und das Ganze auch jährlich. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, es hält sich in Grenzen, sagen wir mal so für 119 Euro. Ab 119 Euro geht das Ganze ja los. Wenn ihr das Ganze im Premium-Paket haben möchtet, ab 149 Euro. Und dementsprechend habt ihr dann hier kompletten Zugriff auf die ganze Plattform, um hier die Kontakte und Lieferanten euch ranzuholen. Auf jeden Fall wert für den einen oder anderen, probiert es einfach mal aus, wenn ihr da nicht fündig werdet. So, dann kommen wir zum nächsten, und zwar ist das Lieferanten.de. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, wie auch bei Mercandi, nach Herstellern und Produkten und Lieferanten zu suchen. Das Ganze ist hier teilweise auch kostenlos. Wenn wir hier zum Beispiel Haushaltsgeräte suchen, dann werden uns einige Kontakte schon mal angezeigt, die frei zur Verfügung stehen und die wir kontaktieren können in dieser Branche. Aber wenn wir dann mehr Kontakte sehen möchten, dann müssten wir uns meistens auch anmelden und zwar registrieren, und das Ganze kostet auch tatsächlich Geld. Wir haben hier aber auch die Möglichkeit, das Ganze 30 Tage zu widerrufen, also Geld-Zurück-Garantie bietet diese Plattform an, und preislich hält sich das richtig in Grenzen, und zwar haben wir hier pro Monat 2,99 Euro für ein Jahresabo. Danach kann man es kündigen innerhalb von 30 Tagen. Also man kann es auf jeden Fall ausprobieren, wenn man hier auf Lieferantensuche ist.
Und dann zu guter Letzt noch ein paar Seiten, die ich schon mal in anderen Videos erwähnt habe, jedoch nochmal zeigen möchte, weil die echt gut sind teilweise, wo ich auch Kontakte bekommen habe. Teilweise muss man nicht unbedingt die Ware abnehmen, die hier die Kontakte anbieten, aber man hat hier Zugang zu Lieferanten, mit denen man dann vielleicht sich connectet und dann viele, viele weitere Geschäfte mit diesen Lieferanten oder Geschäftspartnern und Geschäftsbeziehungen so durch entstehen können. So, und auch hier haben wir verschiedenste Kategorien und können hier dementsprechend auch das Ganze so angucken. Restposten.de heißt die Seite und auch hier haben wir Mischpaletten und so weiter, wie auch vorher schon angesprochen, muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Aber dementsprechend haben wir hier auch viel Neuware, die wir nutzen können bzw. beziehen können und dementsprechend spricht hier nichts gegen. Großhandel24.de, auch hier ist das so ähnlich wie Restposten.de. Haben wir hier die Möglichkeit, auch Waren zu beziehen. Das Ganze kostet leider auch ein bisschen was, aber nichtsdestotrotz hat man hier die Möglichkeit, auch hier Ware zu beziehen, auch Neuware, die dementsprechend genau separat für eure Nische und für eure Kategorie geordnet ist. So viel zu den Lieferanten, zu Großhändlern, die ich euch jetzt hier so bereitstellen kann. Wie gesagt, alles unten in der Beschreibung. Falls ihr dazu Fragen habt und Erfahrungen sammelt mit diesen Lieferanten, dann gerne auch die unten die Kommentarfunktion nutzen dazu. Ich würde mich freuen über euer Feedback. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn dir dieses Video hilfreich war und du einiges mitnehmen konntest und jetzt auch einiges weißt, wo du Lieferanten herbekommst. Dann gib mir doch gerne auch diesem Video einen Daumen hoch, falls du mehr von diesem Content sehen möchtest und gerne noch mehr informiert sein möchtest, wo du Ware kaufst und verkaufst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg bei der Lieferantensuche und bis zum nächsten Video.